Hi Leute, das ist Sanu hier. Die Patch Notes für Titel-Update 19.4 sind da und das Update bringt uns ein paar Sachen, deaktiviert ein bisschen was und fixt ein bisschen was. Zum Glück auch besonders was Team Manhunt angeht, weil die hat ja so, ja, ihr wisst ja, einige von euch hatten da so einige Probleme und ich hoffe, dass da morgen mit in Riegel vorgeschoben wird. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, morgen gehen die Server down und dann gibt es am 9. Januar das Titel-Update 19.4. Die Patch Notes beenden das Winterprojekt. Also, wenn ihr das Video heute seht, noch vor dem 9., dann farmt euch den Kram noch zurecht und schaut, dass ihr die Sachen bekommt, die ganzen Projekte. Ich hab's alles auf dem Channel, ihr könnt das noch packen, wem da noch irgendwas fehlt. Und es wurde zusätzlich ein Fehler behoben, welcher die falschen Optimierungsmaterialien betrifft, was das Backpack. Achso, okay, falsche Materialien gegeben hat, anstatt dem Backpack Reef, wenn man das den festliche Lieferung Rucksack von Grupo, den man bekommen kann, über das Winterprojekt, wenn man den, deconstructed, klein macht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, schön, dass das behoben ist. So, dann kommen wir zum Manhunt, was ganz, ganz wichtig ist. Es wurde ein Fehler behoben mit dem Recruiter, mit der Maske, mit der Rucksack-Trophäe, dass die nicht gegeben wurde, nachdem man die erste Climax-Mission zum ersten Mal erledigt hatte. Hatte ich zum Beispiel nicht den Fehler. Haut mal in die Kommentare, ob da jemand von euch den Fehler hatte. So, der Fehler, dass man keine extra XP bekommen hat, wenn man die Schwierigkeitsgrad für die Mari Singh-Mission erhöht hat, wurde auch gefixt. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Und ein Fehler wurde behoben, dass das Übernahme Kopfgeld, die Area, wo Cindy McAllister ist, dass die nicht passierbar war, wenn der Spieler die Tür als Eingang genutzt hat, die zur Hauptmission, beziehungsweise wenn man die genutzt hat, bevor das eigentliche Kopfgeld gestartet wurde. So, und dann zu guter Letzt wurde ein Fehler behoben, der Birdie davon abgehalten hat, im Schloss zu spawnen, nachdem man die Endmission gemacht hat. Das hatten, glaube ich, auch voll viele von euch, die einfach dann nicht mit Birdie reden konnten, weil die einfach nicht da war. Und dann wurde noch eine Sache gefixt, wo Kelso mitten in der Wand in Haven festgesteckt hat. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Da hätte ich wenigstens mal den Mund. So, und Stabilitätsverbesserungen. Ja, und das war's schon. Haut mal in die Kommentare, ob ihr euch freut, dass so ein paar Sachen hiervon gefixt wurden, ob sie bei euch vorgekommen sind, würde mich schon wirklich interessieren. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bye.